Daumen hoch für Aufklärer. Der Daumen ist einer der wichtigsten Teile am menschlichen Körper. Man kann ihn lutschen, als Kellner kann man ihn beim Servieren in der Suppe halten, man kann ihn sich irgendwo hinstecken, um ihn warm zu halten, man kann ihn nach oben zeigen, drecken, um zu zeigen, dass es einem gut geht, man kann ihn auch nach unten zeigen, drecken, um zu zeigen, dass es einem schlecht geht. Man kann ihn anderen aufs Auge drücken. Man braucht ihn zum Geldziehen, wenn man welches hat. Man kann in einem Buch Eselsohren damit anlegen. Man kann Anhalter damit spielen. Man kann Haustürklingeln damit in Gang setzen. Man kann nach hinten über die Schulter gerichtet damit anzeigen, dass jemand verschwinden soll. Man kann als Nasenbohrer nicht auf ihn verzichten, um Kügelchen zu drehen. Man braucht ihn, um Hosen, Hemden, Blusen und andere Knöpfe damit zu knöpfen. Man kann an Büstenhaltern und Korsetts die Haken damit öffnen. Man kann als Mann in der Hosentasche Ausbeulung damit erzeugen, die etwas vortäuschen, was nicht da ist. Man kann ihn zwischen Zeige und Mittelfinger stecken und damit obszöne Andeutung zu machen. Man kann bei einem Rohrbruch das Loch so lange damit abdichten, bis der Installateur kommt. Man kann auch seinen Abdruck bei der Polizei abgeben, für den Fall, dass man mal seine eigene Identität vergisst. Man kann nach dem Öffnen einer Sektflasche mit dem Daumen die Öffnung abdichten, die Flasche schütteln, um mit den Umstehenden dann neckischen Spiele zu betreiben. Was wären wir Menschen ohne unseren Daumen?